Ja, hallo, liebe Freunde, hier Robert, heute wieder mit Beat. Hallo. Toll, dass wir wieder zusammen sind. Wir haben heute ein komplexes Thema mit euch vor. Stichworte Zoopolitik, Zoodemokratie, Multispeziesgesellschaft, Interspeziesdiplomatie. Das hört sich ziemlich verrückt an. Wow, bin schon leicht überfordert am Anfang, ja. Das sind also Begriffe auch, die ich in letzter Zeit begegne, so in den letzten Wochen. Wie würdest du spontan zusammenfassen, was damit gemeint ist? Ja, für mich waren die Begriffe auch neu so in dieser Konstellation. Die einzelnen Elemente kannte ich schon. Aber ja, es geht darum, dass auch Tiere inklusiv sind in einer Gesellschaft, also auch in der demokratischen Gesellschaft, so demokratisch. Und eine umfassende Betrachtung einfach von Lebewesen, die in einer Gesellschaft zusammen funktionieren und zusammenleben. Irgendwie so wird es. Also, du hast noch im Vorgespräch, fand ich noch eine schöne Formulierung von dir. Du hast auch etwas von einer Neuorganisation oder andere Organisation der Gesellschaft gesprochen. Ja, so wie eine neue Gesellschaftsordnung, Ja, genau. die eben nicht so monokausal auf das Anthropozentrische, auf das Menschliche fokussiert, sondern eben auch auf die Tiere. Ja. Und die Tiere wie natürlich einfach als gleichberechtigte Lebewesen einbindet. Ja, so habe ich es verstanden. Ja. Wir haben ja, du warst ja auch an dieser Präsentation von diesem Pablo. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Castello. Castello, danke. Wir können dann auch eine Arbeit von ihm verlinken und auch sicher ein paar Beiträge aus YouTube habe ich gesehen. Und er hatte eine Präsentation über Zoodemokratie. Kannst du so, was hast du daraus genommen aus dieser Präsentation? Vielleicht so ein paar Sätze, was dich vielleicht berührt hat, was du spannend fandest. Auch kritisches natürlich. Ja, also er beschäftigt sich ja intellektuell akademisch damit. Das ist seine Berufsaufgabe und er hat sich nicht nur theoretisch beschäftigt damit, sondern er ist sehr nahe zu Tieren gegangen, auf Lebenshöfe, hat dort Erfahrungen gemacht mit dem sozialen Verhalten der Tiere und möchte auch gewisse soziale Verhalten, zum Beispiel Streitschlichtungen, übertragen auf neue Gesellschaften, also auch wie wir Menschen zusammen mit den Tieren diese Verhaltensregeln oder Weisen anschauen, abschauen, kopieren und leben. Ja, das ist mal so das eine, seine Beobachtung aus der täglichen Realität von Tieren einbauen in ein neues Gesellschaftsmodell. Das andere ist natürlich, dass er das ganze Gesellschaftsmodell deskriptiv mal so aufsetzt, sagt, wie es ungefähr aussehen könnte, inklusive auch die rechtlichen Belange, dass es wie berechtigt, wie gleichberechtigt soll alles sein, welche Rechte sollen Tieren eben auch zugestanden werden und immer auf eine inklusive Art, dass man es eben nicht immer, da ist der Mensch, dort ist das Tier beachtet, sondern dass es eine Gesellschaft ist, die zusammenlebt und aus einer Gesellschaftsordnung eigentlich hervorgeht. Das andere wichtige Punkt, wo ich auch herausgehört habe bei ihm, ist, dass das natürlich nur möglich ist, die Veränderung oder ermöglicht, besser ermöglicht würde, wenn vorher etwas passiert mit unseren jetzigen Gesellschaften. Weil dann sei es eine Katastrophe aus Umwelt-, Klimagründen, dass die Gesellschaften wie so ein bisschen geläutert oder geschockt dastehen und sich dann eben eher die Frage stellen, wie als Gesellschaft gehen wir jetzt in die Zukunft? Ja. Ja, ich persönlich habe etwas Wesentliches ausgenommen. Ich fand auch spannend der Aspekt, dass wir mal auch Visionen aufsetzen, dass wir eigentlich uns wie ein Spiegel verhalten und eigentlich aufzeigen, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und das fand ich einen spannenden Ansatz. Also, was ich halt in meinem Aktivismus ja immer noch mache, ist, wir zeigen die Probleme, wir zeigen die Zustände. Aber Lösungen, klar, sagen wir vegan und so, aber vielleicht ist es auch etwas, das habe ich mich gefragt jetzt nach dieser Präsentation, müsste man vielleicht auch den Menschen mir zeigen, was gäbe es an Lösungen? Weil ich merke einfach auch im Online-Aktivismus, Menschen fragen häufig, ja, wie sähe es dann aus? Oder
Stell dir vor, alle würden jetzt vegan und was machen wir denn mit all den Tieren? Also ich merke einfach, die Leute haben keine Visionen, keine Vorstellungen. Und irgendwie scheint mir das auch noch wichtig zu sein, was Castillo gesagt hat, sinngemäß, wir müssten auch was zeigen. Was gibt es für Möglichkeiten? Wir haben ja Beispiele, wie eben Lebenshöfe als Bayern, wo ihr selber ja auch ein Laborfeld hatte, um empathisch aufzunehmen, was vor sich geht und wie man das dann umsetzen könnte, so eine Zoopolitik, Zoodemokratie. Ja, das Wichtige, was du sagst, das ist dieses Aufzeigen von man kann es auch Vision oder Ambition oder ein Zukunftskonzept nennen, ein bisschen out of the box, eben wir orientieren uns an den Problemen, sind ein bisschen absorbiert auch davon, versuchen dann diese zu verändern. Und der Ansatz von Castillo ist einfach ein ganz anderes Modell. Von Grund auf anders denken, anders angehen, eben die Beziehung Tier-Mensch ganz anders angehen, als wir das, uns das so gewohnt sind. Ja. Dieses über den Tellerrand hinaus, das Out of the Box, das ist sehr stark bei ihm. Deswegen wahrscheinlich auch, dass es zuerst einen Schock, eine Tabula Rasa braucht, dass man das wirklich dann auch umsetzen könnte. Ja. Das denke ich mir auch, dass wenn eine Möglichkeit hat, es ist halt dann immer zu spät im Sinne von, es passiert, es muss immer was passieren, bis man so wie unter Druck steht, was ich natürlich immer halt die schlechteste Möglichkeit sehe, aber vielleicht ist es halt leider Realität. Aber die einzige, wie der Mensch auch in der Geschichte immer sich verändert oder gelernt hat, also wie fest er dann was gelernt hat, ist noch eine andere Frage. Aber Veränderungen, wirkliche Veränderungen, revolutionäre, nicht nur evolutionäre, passieren natürlich nur aus Schocks heraus. Ja. Und wenn man neue Gesellschaftsmodelle denken und leben will, dann braucht es vermutlich schon irgendwie einen Schlag vorher. Die Frage ist, was ist nachher? Nachher sind ja die Menschen nicht ganz anders. Ja, das setzt sich dann sofort die Folgefrage. Ja, diese Menschen sind dann auch immer noch Menschen. Ja. Und sind zwar irgendwie geschockt durch was vorgefallen ist und daher vielleicht offener für andere Wege, aber die gewisse Eigenheiten sind wahrscheinlich immer noch vorhanden. Ja. Wie würde man damit umgehen? Das ist ein Punkt. Ja. Vielleicht können wir einfach da bei gewissen Dingen schlecht über unseren Schatten oder aus der eigenen Haut fahren. Wir versuchen es, also wenn du und ich, wir probieren ja zum Beispiel uns in andere Spezies hineinzufühlen, versuchen mit anderen Augen oder aus deren Perspektive zu schauen. Aber auch da, ich kann ja nicht, ich bin nicht dieses Tier oder diese andere Spezies. Also ich kann mich ja nur annähern. Und ich glaube, dass wir vielleicht auch demütig genug sein müssen, immer wieder diese Grenzen zu sehen und zu sagen, okay, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Vielleicht auch sich eingestehen, ich habe es noch nicht wirklich erfasst. Ich muss da vielleicht noch mehr drüber mich auseinandersetzen, darüber nachdenken. Und ich glaube, ein gutes Laborfeld ist wirklich auch so Lebenshöfe aufzusuchen. Ich kann dir ein Beispiel sagen, mich nimmt oder was du noch dazu sagst und denkst. Wir sind ja im Moment bei Tierfokus dran mit dem Thema Tierparlament und wir generieren Ideen. Und eine Idee war beispielsweise, dass eingeworfen wurde, wie wäre es, wenn PolitikerInnen und Politiker mindestens ein halbes Jahr Praktikum auf Lebenshöfen machen müssten. Ne? Das wäre wirklich so ein Pflichtprogramm, wo einfach, oder du machst das irgendwo in einem, es muss dann vielleicht nicht bei einem Lebenshof alleine sein, aber irgendwo mit Tieren in Kontakt treten und auch wirklich mit der Idee, Tiere sind Subjekte, die man nicht einfach tötet, aus Demosgründen und so, sondern wirklich, die lässt man leben und was macht das mit einem? Ne? Ja. Und das fand ich zum Beispiel so eine spannende Idee. Wir sind gerade in dieser Sammlungsphase. Was denkst du so von solchen, oder was für eine Idee hättest du da spontan vielleicht? Und was denkst du von dieser Idee? Also es ist sicher nützlich, sich auszukennen, wovon man redet, das heißt, mal nahe bei den Tieren zu sein, um überhaupt zu erleben, wie die funktionieren, wie das geht. Sonst bleibt es da vielleicht auch zu theoretisch. Und man merkt immer wieder, wenn man das tut, dass einem das auch wieder bewegt irgendwie in eine Richtung. Okay. Auch wenn man es vorher schon durchgedacht hat und alles. Also sicher mal dieser Bezug zum anderen Wesen oder zum eben vielleicht sehr ähnlichen Wesen. Und das Zweite ist das Denken schon, was ja eben Castillo macht, das Denken in Visionen, in Ambitionen.
nicht das, wahrscheinlich wird das nicht der Zielzustand werden in der Tat, sondern aber es bringt einem dazu, mal ein paar Meter weiter zu denken, als man beim eigenen Tellerrand. Also was nicht passiert, wenn man nie in Visionen oder Ambitionen auch mal denkt oder sich versucht hineinzuversetzen. Ich denke mir auch, kommen wir noch dazu jetzt, wo du so sprichst, es müsste ja auch etwas sein, was ja sehr nachhaltig wird. Also dann denke ich mir auch, so ein halbjähriges Praktikum oder auch 3 Monate, es muss jetzt vielleicht nicht so lange gehen, aber man müsste auch bestimmte Fragen immer wieder aufwerfen. Also man müsste auch über diese Erfahrung reflektieren unbedingt. Also ich glaube, es ist nicht alleine getan, indem man einfach mal dort Erfahrungen sammelt, aber nicht darüber spricht. Er muss sie dann irgendwann auch mal wiederholen vielleicht. Oder ja, es verwirkt ja irgendwie auch ein bisschen, genau. Und das eine ist, das unter Praktikumsbedingungen zu machen, was für die Beobachtung und für die Annäherung ganz nützlich ist, ist immer, aber immer noch nicht dasselbe, wie wenn man auch noch Verantwortung dafür trägt. Also eine weitere Stufe wäre sogar mal eine Zeit lang eine Teilverantwortung dafür zu übernehmen. Und das gibt nochmals, glaube ich, einen anderen Winkel danach, einen Spannungssichtwinkel. Ja. Aber das fehlt in unserer Gesellschaft ja schon weitgehend. Überhaupt der Bezug, die Nähe zur Natur, zu den Tieren, das ist alles unterbrochen und kommerziell umgelenkt. Ja. Ja, und auch Dinge, die wir vergessen haben oder gar nicht wissen. Also Stichwort Erinnerungspolitik, haben wir auch schon darüber geredet. Vielleicht ein Beispiel der Stadttaube finde ich noch ein gutes Beispiel. Jetzt sind gerade 2 tolle Artikel erschienen, eins in National Geographic, verlinken wir dann auch, und eins eher bei tierethik.net. Da geht es um die Haustaube and the City. Und das sind tolle Artikel, weil sie zeigen, was die Stadttaube ist. Also da dachte ich an die Erinnerungspolitik. Also das heißt, wir müssen ja auch über die Geschichte nachdenken von Tieren, nicht nur unsere eigene, sondern, und jetzt können wir ja mal einem konkreten Beispiel bei der Stadttaube bleiben. Was würdest du in diesem Zusammenhang sagen zum Thema Erinnerungspolitik, Stadttaube? Sag noch schnell, was du meinst mit Erinnerungspolitik. Ja, bedeutet das jetzt im Zusammenhang? Genau. Dass man die Geschichte aufarbeitet, also jetzt mal ganz allgemein gesprochen, und dass man dann auch darüber reflektiert und natürlich entsprechend politische Umsetzungen dann daraus ableitet. So ganz grob mal gesagt. Was heißt das? Ja. In Bezug auf die Tiere oder Stadttauben ist es natürlich, also Punkt 1, wir erinnern uns eigentlich wenig. Dann gibt es natürlich in der kürzeren Geschichte wenig zu lernen im Umgang, was besser war mit den Tieren, also zumindest nicht den Tieren, die wir nutzen oder uns nahestehen. Vielleicht war es mit Tauben mal besser, weil man sich einfach nicht darum gekümmert hat. Man hat sie einfach gelassen, man hat sie auch nicht vertrieben, man hat sie auch nicht ausgelöscht. Man hat sie zwar nicht gefüttert, aber man hat sie einfach so, und sie fanden möglicherweise ihr Futter eher als heute. Es war vielleicht eher Nachlässigkeit, also wirklich Aufmerksamkeit und Nähe und Verständnis für Tiere. Aber das anzuschauen ist schon wichtig und das zu reflektieren und zu lernen. Aber wieso, dass die Herausforderung bleibt, was wird die Änderung daraus sein? Wir sehen es jetzt auch wieder in Konflikten. Es gab eine Geschichte, Konflikte wiederholen sich, zumindest die Muster gewisser Konflikte wiederholen sich. Eigentlich, wie wird es dann wirklich zur Lernhilfe und zur Veränderung? Ja. Apropos zu der Stadttaube, verlinken wir auch noch etwas dann. So kurz zusammengefasst, was ist das Schicksal, die Herkunft und Politik? Ist klar, dass wir ja Möglichkeiten haben, human zu agieren. Man besetzt immer noch so inhumane Methoden wie Vergiften, Erschießen, Genickbruch, all diese schrecklichen Dinge. Und die Lösung, die human ist und sehr einfach, wäre ja betreute Taubenschläge. Ich fand es so bemerkenswert, als ich den Artikel las, stieß ich auf einen Text von, der heißt Alex Andrew. Das ist dieser, den verlinken wir auch. Anti-Homeless Spike Sleeping Room
Opened My Eyes to the City's Borg Gluten. Also das sind so Spikes, wie ihr seht hier auch. Die werden angebracht, damit Obdachlose sich da nicht auf diesen Plätzen sich hinlegen oder hinsetzen. Und das erinnert natürlich Parallelen zu den Spikes bei den Stadttauben. Mhm. Und ich fand es so bemerkenswert, weil diese Autorin über die Tauben, die Anna Manadis Falks, sie sagt da drin, dass wenn wir uns um Tiere kümmern und deren Rechte, dass das auch Auswirkungen hat auf Menschenrechte. Das fand ich auch so bemerkenswert. Ja, ja. So. Also offenbar hängt das irgendwie auch zusammen. Absolut. Also ich glaube, uns ist es ja auch mittlerweile klar. Wir sehen ja die Parallelen von Gewaltanwendung gegen irgendwelche Lebewesen, seien es Tiere, Menschen, in der Regel gegenüber Wehrloseren, die sich natürlich wenig oder gar nicht wehren können. Ja, natürlich gibt es Parallelen und diese Spikes oder diese Hindernisse, diese brutalen Hindernisse, um zu verhindern, dass gewisse Lebewesen sich nicht niederlassen, nicht Schutz suchen können, nicht Schutz finden können irgendwo, das tun wir mit Menschen und das tun wir mit Tieren. Und wahrscheinlich tun wir es so lange mit dem einen, wie wir es auch mit dem anderen tun. Und wenn wir irgendwo das mal unterbrechen würden, dann wäre es auch unter Menschen, unter Tieren und Menschen und Tieren anders. Mhm. Aber es hängt natürlich zusammen, nochmals auch auf die aktuellen Konflikte zu kommen. Es gibt ja den Spruch, wer Gewalt sät, wer kommt Gewalt. Und das tun wir ja ständig. Also ich habe ganz klar diesen Zusammenhang. Die Frage ist mir, wie kann dieser Zusammenhang unterbrochen werden? Ja. Was wäre ein Auslöser, dass man das eben unterbricht? Mhm. Diese Gewalt irgendwo mal stoppt, innehält, vielleicht auch nicht die Gerechtigkeit, sondern eher Frieden sucht. Gerechtigkeit ist wahrscheinlich sehr schwierig, aber eben, wo und wann fangen wir an, das zu unterbrechen? Und du sprichst viel von Politik, ich spreche mal von uns, von Gesellschaft, weil die Politik ist nur eine Funktion, ein Teil der Gesellschaft, gewählt in der Regel. Ich glaube, es beginnt halt auch bei uns im Kleinen in der Mikrowelt. Und schon da, wir werden auch Gewalt dann im Alltag, teilweise unbewusst und ungewollt, aber es ist ja fast alles irgendwie mit Gewalt bestückt irgendwie. Ja. So, also wo und wann sprechen wir das? Mir kommt einfach absolut gute Fragen, Bert, und das beschäftigt mich ja auch sehr, weil das scheint so schwierig zu sein, aus diesen Mustern auszusteigen und wirklich sich quasi neu zu erfinden. Ich fand so gut diese Homepage da von Animal Rights Switzerland, Vision Tierfreundliche Schweiz. Ja. Und jetzt, sie veröffentlichen ja immer wieder so Elemente daraus. Und eins war letztens über Gewässer. Und ich fand das so schön, nochmal zu lesen. Zum Beispiel, wie sieht tierfreundlicher Gewässerschutz aus? Und ein war, dass erwähnt wurde, die Fischerei erfindet sich neu. Sie fischt nicht mehr nach Fischen, sondern nach Abfällen in Gewässern. Mhm. Und das fand ich so genial. Eigentlich braucht es manchmal gar nicht so viel, um etwas anderes, ein bisschen anders zu machen, aber es total was anderes macht. Mhm. Das fand ich so toll, solche Ideen zu generieren und darüber zu lesen und selber dann diese Idee wie für sich zu nehmen und sagen, ja, klar, das könnte man, die Fischerei könnte völlig anders. Ja, man könnte anders fischen, ja, sicher, ja. Ja. Und vielleicht sind es eben diese ganz kleinen, banalen Schritte und nicht immer sophistizierte Visionen und Konzepte, die es auch braucht. Aber bei uns, um den Anfang und die Veränderung zu machen, sind es wahrscheinlich eher die ganz banalen, alltäglichen, in der Familie, im Job, Dinge zu verändern. Ja. Und schon das scheint irgendwie recht schwierig zu sein. Ja. Ich kann vielleicht einfach von mir reden und du kannst sicher auch ergänzen. Als Beispiel bleibe ich nochmal bei den Stadttauben. Als ich erfahren hatte, woher das Stadttauben überhaupt stammt, ich habe mir ja vorher das gar nicht überlegt, dann habe ich die Tauben auch begonnen anders zu sehen. Und ich habe dann diese Empathie entwickelt. Ich hatte ja vorher gar keinen Bezug zu diesen Tieren und zu anderen Tieren ja auch nicht. Und erst als ich dann den Bezug hatte, habe ich dann auch anders begonnen zu denken und habe dann auch
von diesen menschlichen Alternativen gehört. Die gab es ja schon vorher. Nicht erst, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, mit diesen betreuten Taubenschlägen beispielsweise. Und ich fand das so spannend. Was mich mehr frustrierte, ist, dass wenn man an die Politik gelangt, dass das dann so abgewehrt wird. Ne? Und wie in der Gesellschaft. Ja. Das ist so bist wieder bei der Politik. Es ist, ja, funktioniert wie in der Gesellschaft, wird es auch abgelehnt. Ja. Und das eine ist, dass man das erfährt und eben du hast über die Tauben viel erfahren und hast es aber auch irgendwie an dich herankommen lassen. Mhm. Und nicht einfach, es gibt ja Menschen, die gehen jeden Tag mit Tieren um und gehen schlecht mit ihnen um. Die sind sehr nahe bei Tieren. Stimmt. Das reicht nicht. Es muss halt irgendwie wie zugelassen werden, respektiert, akzeptiert, involviert werden. Ja. Nicht irgendwie gegen oder mit ihnen, sondern für sie und zusammen. Und also den Schritt, das Zulassen, das Öffnen braucht es halt auch. Ja, richtig. Du hast recht. Ja. Das ist richtig korrekt. Weil, ja, ich meine, Menschen, die im Zoo arbeiten mit Tieren oder im Zirkus mit Tieren oder beim Sechseleuten aktuell jetzt, die sind immer mit den Tieren, aber eigentlich da fehlt wirklich oder da bräuchte es noch diesen Blick. Und da würde ich sagen, vom Tier her. Also, dass man mehr versucht, ja, sich in das Tier einzufühlen, was los ist. Und nicht für meine Bespaßung oder für meinen Profit. Ja. Oder dass ich dann sie zu Objekten mache, meine Vorstellungen. Das sind immer noch dann meine Vorstellungen. Ja, und einfach einen Schritt vorher noch, dass sie einfach ein Teil unserer Grundlage, unserer Natur, unseres Systems sind, ein integrativer Teil, wie wir auch funktionieren, teilweise anders, aber einfach mal das zu akzeptieren und zu respektieren, dass sie genauso Teil und genauso wertvoll sind wie wir, das wäre auch so, das ist auch so halt kulturell überhaupt nicht verankert oder auch sozialhistorisch überhaupt nicht verankert. Ja, es führt halt weit zurück. Aber nochmals, es beginnt bei uns im Einzelnen, im individuellen Bereich und kommt vermutlich nicht von oben aufoktroyiert. Und darum kann man ja jeden Tag damit beginnen und schon machen. Und das Gleiche auch mit den Energiethemen, mit unserer Energieumstellung und so weiter. Nicht delegieren, nicht warten, einfach im eigenen Bereich und wenn es noch so eben banal scheint oder unwirksam, einfach machen und das hat irgendwie dann doch auch Nachahmungsfunktion. Also, ja, also ich sehe einfach im Moment im Kleinen keine andere Möglichkeit, als das zu leben. Zuzulassen. Ja. Ja. Auch gegen den Mainstream, und auch wenn man ausgelacht wird, werden wir ja auch oft und angefeindet und kann einem ja aber auch dann längerfristig stärken, das Ganze. Ja, ja. Mir kommt in den Sinn, das eine, ja, finde ich absolut, versuchen in seinem Umfeld, bei sich selber und als Vorbild, als Beispiel, als Pionier. Und dann haben wir auch am Anfang noch den Begriff Interspeziesdiplomatie aufgegriffen, der ja im Zusammenhang mit Zoopolitik, Zoodemokratie wie zusammenwirkt. Mir scheint es auch wichtig zu sein, jetzt klar ist man nicht immer so erfolgreich, wie am Beispiel der Stadttauben. Man hat den Blickwinkel verändert und möchte politisch tätig werden und merkt, man stoßt da gegen Wände, gegen Windmühlen. Und trotzdem ist es ja eine wichtige Funktion der Diplomatie, dass man versucht zu vermitteln, oder? Also eigentlich, ich sehe mich dann so in dieser Funktion, ich habe ein Wissen, aber ja auch ein Glück, ich bin ja nicht alleine, sehr gut, wir sind schon mal zu zweit. Und dann mit diesem Wissen an andere zu gelangen, um eine Verbindung herzustellen. Das finde ich, ich fand das Beispiel von, du hast ja das auch mitbekommen mit der Präsentation bei Zoodemokratie mit den Hühnern. Magst du noch zusammenfassen, was da passiert ist mit dem Pablo, wo er bei diesem Lebenshof war, mit den Hühnern da? Er war auf einem Lebenshof auch so ein Praktikum oder ein Stage gemacht und dann wurde er immer von einem Hahn, von einem Hahn angegriffen, wirklich täglich mit Schnabel und Kralle und so weiter. Er musste sich dann zurückziehen.
Er hat das, glaube ich, auch wirklich sehr gut gemacht, hat sich ruhig zurückgezogen. Und eines Tages irgendwie kam ein anderer Hahn und der stand dann in die Mitte zwischen Pablo und dem sogenannten aggressiven Hahn. Und der andere Hahn, der Angreifer, der hat sich beruhigt. Mhm. Und Pablo hat das dann halt so schön als Mediationsbeispiel genommen. Und der Hahn dazwischen, der hat nichts gemacht. Der ist nur dazwischen gestanden und hat sich ruhig verhalten. Und hat dann das als schönes Beispiel genommen, auch um das einzubauen in sein neues Gesellschaftsmodell, wo die Tiere integrativ auch dabei sind. Ja. Ich fand es so spannend, weil ich dann von diesem Hahn denke, der ist eigentlich eine Art wie Diplomat jetzt, hat da viel interspeziesmäßig fungiert. Ja. Und wir fungieren ja auch, indem wir eine Stimme ja geben für die Tiere und sagen, ja Moment, das ist eine veraltete Vorstellung, wo unsere Gesellschaft hat, Mehrheit der Gesellschaft, und jetzt müssen wir andere Vorstellungen etablieren und einen anderen Umgang. Daran sieht er jetzt, und auch, dass das stimmt wichtig, gesellschaftlich, und können wir die politischen Hebel nutzen, dass das dann auch besser gelingt. Genau, also es braucht beides, es braucht die Bottom-up-Sache und die Top-Down-Sache. Also das bei sich beginnen im Kleinen, ein Vorbild sein und das vernetzen und verlinken und politisch und straßenaktiv und auch sonst an Universitäten bewegt sich einiges auch in diesen Themen, auch im System drin, in den Institutionen, von allen Seiten eigentlich. Das eine schließt das andere auch nicht aus, oder? Ich denke nur, wenn es unten nie anfängt, ganz bei jedem und jeder, dann ist es halt schwierig, dass es von oben her irgendwo läuft und akzeptabel rüberkommen soll. Darum braucht es alles. Das beides. Absolut. Alles, alle Ansätze. Ja. Ja. Und der Hahn, interessant ist, es gibt ja auch menschliche Mediation. Also es gibt Mediatoren, Mediatorinnen. Und die Tiere machen es ja ohne zu sprechen. Mhm. Das ist einfach, der hat einfach gewirkt, dieser Hahn in der Mitte. Mhm. Der hat einfach durch seine Aura oder was immer, das spielt jetzt keine Rolle. Aber der hatte irgendwie Energie ausgestrahlt, das beruhigte den anderen. Und der Pablo war auch froh. Ja. Und der Hahn hat aber kein Wort gesprochen, hat sich wahrscheinlich nicht mal groß bewegt. Ja, spannend. Eindrücklich solche Beispiele. Mhm. Ihr seht, es ist ein komplexes, weitreichendes Thema. Macht euch gerne Gedanken, schaut euch die Sachen an. Klickt euch da mal durch, Zoopolitik, Zoodemokratie, Interspezies, Diplomatie, Multispeziesgesellschaft. Mhm. Ihr könnt auch immer teilnehmen in solchen Gruppen wie zum Beispiel Tier im Fokus, jetzt gerade aktuell am Thema Tierparlament. Man kann sich da anmelden, man kann mal reinhören, reinschauen, unverbindlich ab und dann gucken, ist das eine Arbeit, die einen anspricht, wo man vielleicht was machen möchte, und man kann immer etwas bewirken. Und sich nicht abschrecken lassen durch die, schon fliegen hier, der Frühling kommt, sich nicht abschrecken lassen durch die etwas, zuerst kamen mir diese Begriffe etwas so fancy, trendy rein, dachte, ja, schon wieder so ein toller Begriff, ein Allerweltsbegriff und so, nicht abschrecken lassen. Der Inhalt der Ideen und der Erklärungen und Einschätzungen von den Autoren, die sind einfach sehr wissenswert und reich an Einsicht in neue Dimensionen, andere Möglichkeiten, dass es sich lohnt. Richtig. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, Beat, für das Gespräch mit dir. Danke dir. Das ist bereichernd. Und liked, teilt, kommentiert. Schreibt auch gerne Wünsche, was ihr denkt, worüber wir weitersprechen könnten. Wir nehmen das sehr gerne auf. Genau. Danke. Alles gut. Tschüss. Tschüss zusammen.